Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zur nächsten GTA San Andreas Folge. Ja, im letzten Part haben wir endlich unsere Rache bekommen, mehr oder weniger. Wir haben Ryder, ja, getötet. Jizzy und den guten T-Bone, die für den, ich geh mal ein bisschen nach hier, die für die, die uns verraten haben und die immer noch weiter Crack an unsere mehr oder weniger Homies, ehemaligen Homies, geliefert haben. Ja, fehlt eigentlich nur noch Big Smoke. Schauen wir doch mal, was unsere Schwester dazu sagt. Oder? Ist bestimmt Tenpenny, oder? Information for you. Hey, Woolsey, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently, he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Stimmt, Torino haben wir noch nicht erwischt. Aber Big Smoke, vielleicht, ich vermute, dass wir Big Smoke erst in der Ende der zweiten Hälfte, also auf der letzten Insel, ja, den Gar ausmachen werden. Muss ich erstmal Ordnung schaffen. Wo kommt das jetzt schon wieder her? Ah, da ist ja noch einer. Ah, das werde ich nicht schaffen. Die Schutzweste habe ich übrigens offscreen gefunden, zufällig. Ich habe auch noch mal ein Häuschen gekauft. Versuche ihn einfach mal so zu verfolgen. Das heißt, ich soll zum Freeway. Ah, ich bin bestimmt in die falsche Richtung gefahren. Naja, natürlich. Ich muss ein bisschen auf Abstand gehen. Ich versuche mal was.
Jo, es funktioniert. Da ist er! So, Torino, ich hätte gern noch in... Oh, da gingen wir runter von. Ich hätte gern noch in die Augen gesehen, aber... Bevor du gestorben wärst, aber... Naja, was soll ich machen? Ich brauche den einmal kurz, dankeschön. Wir gehen mal zu Woozy, vielleicht hat er was Neues für uns. Es gibt ja immer noch diese klassischen Biker-Gangs, so, so in den Ami, ja, im Ami-Land. Ich sehe immer so eine Kawasaki, finde ich schon ganz nett. Aber so als richtiges Hobby wäre das nichts für mich. Dafür habe ich lieber hier mit euch ein bisschen, ja, Motorrad im Game. Weil ja, es ist bestimmt auch ein teures Hobby. Ich weiß, Dreaming ist auch teurer, aber ich glaube, dass andere Kawasaki und sowas, so Motorräder, ist ein bisschen kostspieliger. Vor allen Dingen so eine Kawasaki ist ja bestimmt richtig teuer. Minimum 5, vielleicht sogar 6-stelliger Bereich, ne? Wie viel will er dafür haben? 20.000. Warum nicht? Einen anderen Wagen haben. Nehmen wir den hier. So. Machen wir gleich die nächste Mission. Kaboom, kaboom. You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. Nah. Shit, maybe you right then, man. But... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Alles klar. Gut, dass wir Woozy eigentlich haben. Ich hoffe, er verrät uns irgendwann nicht. So. Och, dämliche Straßenbahn. Wir müssen dann sehr, sehr vorsichtig, denke ich mal, mit dem Auto fahren. Gleich. Hey, man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out.
Cool. Good luck. Angst, dass das Auto hochfliegt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler damals noch nicht so weit gedacht haben. Ne? Aber, wer weiß. Ich will es nicht austesten. Aber es ist eigentlich schade ums Auto, ne? Oh, das wird wahrscheinlich eh wieder geklaut sein. So leicht kann ich mir das nicht vorstellen. We're being hit. Oh, jetzt halt ein Bulle oder was? Drei Sterne, nein, zwei. Warte, aber ich muss erstmal Deckung suchen. Ich weiß, dass da irgendwo ein. Schnell einmal das Auto reinfahren. Hier wieder keine Schutzweste. Ich soll eine Rampe benutzen. Was für eine Rampe? Ah, doch. Ihr blöden Beamten. Scheiße, nee, das wird nichts. Ah, diese blöden Beamten. Ich weiß, die machen nur ihren Job, aber manchmal sind die doch etwas nervig. Klar, was macht der Beamte denn hier? Jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein. Achso. Okay, Gott sei Dank. Ja, das schaffe ich doch niemals. Ah, Gott. Ich will meine Schutzweste haben. Drei auf einmal. Und die Polizei nervt auch noch, ganz ehrlich. Na komm, töte mich. Ja, ich töte mich selbst.
Ich will erstmal die Sterne loswerden. Weil die Polizei geht mir doch gerade auf tierisch auf den Senkel. Dankeschön. Vielleicht unterstützt die Polizei mich jetzt ja sogar. Natürlich nicht. Oh ja. Und wofür? Weil ich den Dude umgefahren habe, kriege ich einen Stern. Ja. Kommt man da nicht irgendwie anders rein? Wahrscheinlich nicht. Aber wenigstens bin ich die Beamten erstmal los. Ja. Ja moin. Ich räume da drinnen erstmal auf. Ich versuch's zumindest. Stay cool. Ja, Buggy, ihr seht's. Das sollte erstmal reichen, okay. Das. Danke dafür. Ich werde die kurzen Cut setzen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wo kommen die Schüsse her, ist die Frage. Da oben. Ja, ich habe offscreen wirklich nochmal eine Stunde gebraucht, bis ich das jetzt, ja, bis ich jetzt hier an dieser Stelle bin, weil das hat so rumgebuggt und also schlimm. Ja. Nee, das riskiere ich nicht. So. Ich bin aber froh, dass wir es hinter uns haben. Ich habe mir auch noch eine Schutzweste zugelegt, wie ihr so ein bisschen noch sehen könnt. Und ja. Aber bevor wir das machen, eliminiere ich diese Leute. Ich habe keinen Bock. Kein Bock, dass dieses Auto anfängt zu brennen. Oh, da ist ja auch noch einer. Da
habe ich ja gar nicht gesehen. Alter. Wo kommen die alle her? Sind das jetzt mal alle? Sieht so aus, okay. Mann, Mann, Mann. Da will man einfach nur hier raus und die Mission abschließen und dann... Oh Gott. Ich hoffe, das genügt. Und schnell weg da. Gott. Jetzt brauchen wir aber noch einen fahrbaren Untersatz. Oh, die Straßenbahn. Oder? Nee, da können wir auch zu. Da laufen wir zu Fuß hin. Jetzt auch nichts riskieren wegen den Beamten. Ist ja gleich da vorne. So, jetzt sollten wir das Geschäft eigentlich für ein für alle Mal von denen zerstört haben. Schauen wir doch mal. 25.000. Was in Las Venturas? Ja, ja. Ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Hier haben wir noch so ein schönes Häuschen, das, glaube ich, gekauft werden will. Speak on it. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Hört sich nach Tenpenny an, mit dem Stimmverzerrer. So, wir wollen jetzt noch mal ein Häuschen kaufen. Verdammt. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass es zu den 100% zählt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Haben wir halt mehr Orte zum Abspeichern. Hier drinne. Da vorne. Natürlich. Was wollen die hier haben? Vorsichtig, vorsichtig! Hui! Ah, das Häuschen ist doch relativ... Obwohl, nee, da vorne ist es schon. Okay, das geht ja noch. Und jetzt nach links. Ja, moin.
Das kann ich mir nie und nimmer leisten. 50.000, das geht eigentlich. Na gut, dann sparen wir noch ein wenig. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA San Andreas wieder. Bis dann.